Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwentek Schmiede. Heute wieder mit einem Skellige-Deck, mit einem Eisdeck. Und das ist ein Eisdeck, was, glaube ich, vom lieben Freddy Babes großgetreten wurde. Ich habe es tatsächlich aber, bevor er ein Video dazu gemacht hat, schon mal gesehen, allerdings nicht von ihm. Also es gab, glaube ich, schon von anderen Leuten auch noch so mit dieser Mitidee. Ich weiß nicht, woher dieses ganze Ding stammt. Ich weiß nur, dass Freddy das ganze Ding großgetreten hat. Kann natürlich auch sein Deck sein. Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht ums Deck. Das ist ein relativ interessantes Skellige Deck, was so ein bisschen wie Brand funktioniert. Es spielt ähnliche Karten wie das Brand-Discard-Deck. Der größte Unterschied ist, dass Eis in einer langen Runde nicht so diese Punkte bringen kann, wie es ein Brand tun kann. Wir haben auch ein großes Discard-Paket in diesem Deck drin. Allerdings hat es das Problem, dass es keinen weiteren Schaden zufügt, wenn wir eine Karte abwerfen. Und wir haben eine Anführerfähigkeit, die ist einmalig nutzbar. Was macht der liebe Eist? Mit dem lieben Eist kann man einmalig einen Krieger von seinem Friedhof wieder ausspielen. Ausspielen heißt, dass der Ausspieleffekt auch wieder getriggert wird. Es gibt zwei sehr gute Ziele, die wir in diesem Deck haben, die wir mit Eist wiederbeleben können. Und beide Karten bringen eigentlich so ziemlich viele Punkte. Das Eist Anführerfähigkeit, ja, so von 9 bis... ich sag mal jetzt 13 Punkten hinarbeiten kann, wenn es optimal läuft. Also von daher ist es ziemlich gut. Und vor allem für eine kurze Runde, weil es ist ein einmaliger Effekt. Ne? Wir haben dafür nicht das Tempo, was Brand hat. Dann spielen wir das zweite Blatt Totem. Das ist eine Karte, die sehen wir momentan in ziemlich vielen Skellige Decks. Die ist relativ solide. Beschwört Anliegen, zwei Blatt Fanatiker. Das sind die Vierereinheiten. Wenn man diesen Vierereinheiten zwei Punkte Schaden zufügt, dann würden sie sich verwandeln. Und hier ist es halt so, dass wir für einen Totem erstmal 8 Punkte für 10 Provisionen kriegen. Wenn wir das Totem aktivieren, würden wir halt 10 Punkte für 10 Provisionen kriegen. Macht man in den meisten Fällen nicht direkt, weil die Gefahr natürlich dann läuft, dass wir in den Gimpy Gurren reinspielen. Aber das Zweiblatt Totem ist relativ nützlich, selbst wenn wir diese Einheit nicht verwandeln können. Dann haben wir Olaf in dem Deck drin. Olaf, typische dicke Einheit. Und wenn Olaf Schaden bekommt, dann kann er sich um die Punkte boosten, die er an Schaden bekommen hat. Wir haben ein paar Möglichkeiten, Olaf zu triggern, aber auch nicht wirklich sehr viele. Ansonsten ist er immer noch 8 Punkte für 10, das typische Dickkörper. Dann haben wir eine Burner. Wir ziehen zwei Karten nach, werfen zwei Karten danach ab. Man darf natürlich Burner niemals spielen, wenn man eine volle Hand hat, weil ansonsten verwirft man eine Karte, muss trotzdem zwei abwerfen. Burner ist für das Discard-Paket gut. Skellige ohne Discard-Paket ist ein bisschen klobig. Es gibt vielleicht Decks, die spielen ohne Discard, aber ich persönlich bin kein Freund davon. Wir können auch mit Eis nicht komplett auf Null sinnen, so wie es mit Brand möglich ist, weil uns dafür einfach eine Discard-Karte fehlt und die Anführerfähigkeit über die Runden. Aber trotzdem können wir mit diesen Karten sicherstellen, dass wir unsere Schlüsselkarten auch ziehen. Beggars Dark Spiegel ist eine Karte, die ist relativ interessant. Wenn eine Einheit geboostet ist, wird dieser Boost in Schaden umgewandelt. Wenn der geschädigt ist, wird dieser Schaden in Boost umgewandelt. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Jutta an Dämonen auf dem Feld haben und die hat sich um 6 Punkte geschädigt, als wir sie ausgespielt haben, heilen wir mit Beggars Spiegel 12 Punkte hoch. Das heißt, man kann diese Karte aggressiv nutzen, defensiv nutzen. In den meisten Fällen ist sie aber auf jeden Fall 9 Provisionen wert, weil wir kriegen mit der mehr als 9 Punkte raus. Knut, der heimliche Star in diesem Deck, kennt man ja schon. Wenn man Knut ausspielt, wird der Einheit zur Rechten die Hälfte ihrer Stärke als Schaden zugefügt und man kann damit einen Gegner bewerfen. Knut ist für viele Kombos in diesem Deck wirklich gut. Er ist auch eine Kombo, die man am Ende noch mit Eist ausspielen kann. Von daher ist es halt diese 9 Punkte Eistfähigkeit, wenn man wirklich Knut optimal nutzen kann. Man kann Knut für Olaf nutzen, man kann Knut für Wildkahl nutzen, man kann Knut in diesem Deck auch für die Zweiblatt-Fanatiker vom Totem nutzen, aber Knut ist wirklich seine Punkte wert. Dann haben wir den lieben Morgwak, ist eine Karte, wenn sie abgeworfen wird, kommt sie aufs Spielfeld, kennt man ja, ist in jedem Discard-Deck drin, wenn man Discard spielt und auch hier ist es so der Fall für Tempo nochmal. Dann haben wir Wildkahl, eine Karte, die sonst eigentlich nur mit dem neuen Anführer gespielt wurde, mit dem guten Zweiblatt, ist jetzt allerdings auch in diesem Deck drin. Berserker-Fähigkeit, er verwandelt sich in den Zweiblatt-Champion. Dieser Champion hat halt 12 Punkte. Und das Besondere ist halt, wir können Wildkahl, wir haben keine wirklich guten Möglichkeiten, ihn auszulösen. Es gibt ein paar Karten, wir können zum Beispiel das Totem nutzen, dann müssten wir ihm trotzdem noch einen Schaden zufügen. Die beste Kombination, die wir mit Wildkahl haben, um ihn auszulösen, ist mit Knut. Wenn wir Wildkahl ausspielen, Anführerfähigkeit benutzen und Knut vom Friedhof wiederholen, dann macht Knut halt 3 Schaden an ihm.
er wird sich in einen 12er Bär verwandeln und Knut ist 9 Punkte von 9 Provisionen. Das heißt, wir haben hier wirklich so diese unfassbare Wildkarl-Knut oder Wildkarl-Eist-Finisher-Kombo mit 21 Punkten. Und das ist wirklich auf einer kurzen Runde verdammt stark, so eine gute Anführerfähigkeit zu haben. Dafür haben wir das Problem, wenn wir Knut nicht auf dem Friedhof haben, wenn Knut gefressen wurde. Dann können wir diese Kombo kaum noch auslösen mit Wildkarl und er könnte tatsächlich in der Hand zu einer toten Karte werden, weil 9 Provisionen für 5 Punkte ist nicht wirklich gut. Dann haben wir Korall, auch nochmal um 2 Karten abzuwerfen. Wir spielen in diesem Deck nicht so viele Special-Karten, das heißt auch diese 2 Schaden werden nicht so häufig zu tragen kommen. Trotzdem ist Korall für das Discard noch ziemlich wichtig. Harald Hundeschnauzer wäre nochmal so eine Möglichkeit, auch Wildkarl auszulösen. Wenn man Wildkarl in einem Totem ausspielt und dann Harald Hundeschnauzer ihn noch einmal anpinkt, haben wir trotzdem einen 12er Körper bekommen. Und ansonsten bringt Harald einfach nur seine 9 Punkte aufs Feld, wenn er diese Schädel knacken kann. Diese Schädel, wenn Harald geblockt oder zerstört wird, sind auch noch für andere Maßnahmen relativ gut. Harald ist tatsächlich eine Karte, die sehen wir aktuell nicht so häufig. Der ist auf Skellige rausgeflogen, einfach weil Kommandantenhorn nicht mehr gut ist und Skellige ist nicht mehr so dringend braucht, 5 Karten in der Reihe zu haben, aber Harald ist immer noch ziemlich gut. Jalmar wäre die andere Kriegerkarte, die wir mit Eis wiederbeleben könnten, wenn es wirklich drauf ankommt. Jalmar banisht eine Einheit aus unserem Friedhof und fügt einem Gegner Schaden in Höhe der Stärke dieser Einheit zu. Das heißt, wenn wir mit Eis den Jalmar wiederbeleben, dann können wir nochmal sowas werfen wie ein Olaf, wie eine Jutta, wie ein Cordwell. Wir haben nämlich keine anderen Möglichkeiten, aus dem Friedhof wiederzubeleben, außer Eis. Das heißt, man sollte nicht unbedingt einen Knut werfen, weil der ist halt wirklich der Schlüssel. Aber ansonsten Eist mit einer Jutta 15 Punkte Anführerfähigkeit, wenn man ein Ziel hat, ist schon Knorke. Jutta Andimon ist eine Karte, die spielen wir aus, fügt sich dann selber 6 Schaden zu, es sei denn, wir haben die stärkste Einheit. In manchen Fällen hat man die, in manchen Fällen hat man die nicht. Wenn Jutta geschädigt ist, können wir sie immer noch benutzen mit einem Beckers Zerspiel, um ihr nochmal 12 Punkte extra zu geben. Spielen natürlich dafür in sehr viel dicken Hass rein, also in Geralt von Rivia, Leo Bonhard. Da muss man aufpassen. Ja, und ansonsten kann man Jutta nochmal vom Friedhof wegwerfen. Wir spielen kein Sigdrifas White in diesem Deck. Wir können sie nicht nochmal so wiederbeleben. Und wenn wir sie mit Eis wiederbeleben, dann würde sie sich wahrscheinlich nochmal selber Schaden zufügen. Graf Cordwell ist eigentlich die gängige Karte, die man mit Jalmar immer wegwirft. Wenn man anfängt, hat man auch diesen Vorteil, dass man Cordwell und eine Jutta für volle Punkte ausspielen könnte, wenn man Cordwell in der 2. Runde hochboostet. Ansonsten eine sehr solide Karte. Und ja, man muss tatsächlich auf Cordwell ein bisschen aufpassen. Cordwell kann ein Problem werden. Cordwell kann rüberwandern, wenn er geschädigt wird, immer noch ein Beckers Teerspiegel. Ansonsten versuchen, ihn mit einer Jutta am Leben zu erhalten oder auf unserer Seite eher zu halten. Cordwell kann ein Problem werden gegen gewisse Decks, aber wenn man ihn richtig ausspielt, dann kann er ziemlich gut werden und zwar 10 Punkte für 8 Provisionen. Dann, ja, war es das tatsächlich schon mit den Goldkarten. Wir müssen noch eine Menge Bronze und 4er Provisionskarten in diesem Deck spielen, aber wir haben ja auch das Discard-Paket. Einmal Primal Savagery, zerstört oder fügt einer gegnerischen Einheit 2 Schaden zu. Mit dem Todesstoß kriegen wir einen 5er Bär. Also von daher 7 Punkte für 5 Provisionen ist relativ stark. Wenn nicht, kann man sie mit Korall abwerfen. Zweimal die leichten Langschiffe. Wir haben nicht hundertprozentig Form, immer irgendwas vom Feld weg zu haben, was vielleicht unbedingt weg muss. Die Schiffe helfen dann auch mal ungemein. Und ja, die Schiffe können wirklich in Verbindung mit anderen Karten Schilder entfernen, Einheiten entfernen, die wichtig sind. Ansonsten sind sie einfach nur 5 Punkte für 5 Provisionen. Hemes Gjald ist nochmal eine Karte zum Abwerfen, spielen auch tatsächlich nur ein, weil die haben einen relativ großen Nerf bekommen, sind jetzt in Brand besser nutzbar. Ja, wir werfen eine Karte ab aus der Hand, das heißt mit dem Hemes Gjald ist nochmal so ein bisschen Deck-Sinning. Zweimal Sporen. Die sind flexibel einsetzbar, man könnte sie mit Korall abwerfen, man könnte mit Graf Cordwell wieder hochheilen, man könnte eine Jutta wieder hochheilen. Sporen sind für 4 Provisionen meistens deutlich über 4 Punkte wert, wenn man sie richtig nutzen kann. Oder wir können irgendwas Starkes vom Gegner zurücksetzen, ne? Sie machen ja keinen Schaden. Und da halt ziemlich gut. Zweiblatt Butcher, fügen einer verbündeten Einheit 2 Schaden zu, geben einer gegnerischen Einheit Blutung für 3 Runden. Diese Butcher sind ziemlich stark, sie bringen 7 Punkte aufs Feld für 4 Provisionen. Wenn man ein Ziel hat, was sowieso geschwächt werden muss, also wenn man sowas wie einen Fanatiker angreift vom Totem, dann haben wir mit dem 2-Blatt-Blatscher sogar für 4 Provisionen 8 Punkte. Wenn wir einen Schädel von Harald knacken, dann lösen wir den Schädel sowieso nochmal aus und haben nichts wirklich verloren. Ne? Also der Blatscher ist für 4 Provisionen eine verdammt starke Einheit, wenn man sie wirklich mit Karten kombinieren kann.
Dann haben wir zweimal die Ravager drin. Die Ravager sind auch 6 Punkte für 4 Provisionen. Voraussetzung ist, dass wir einen doppelten Blutdurst brauchen. Das Besondere ist, wir brauchen eigentlich tatsächlich nur einen Blutdurst. Und den anderen machen wir mit dieser Karte selber. Wenn wir ihn ausspielen im Melee-Bereich, fügen wir der gegnerischen Einheit 2 Schaden zu. Und dann, wenn diese Einheit die zweite Verletzte wäre, wird sie auch nochmal eine Blutung für 2 Runden kriegen. Das heißt, der aktiviert seinen Blutdurst mit dem Schaden, den er macht, selber. Was ziemlich interessant ist. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, aber ich weiß auch nicht mehr, ob das jetzt unbedingt noch so der Fall ist, aber es war auf jeden Fall mal so. Aber ansonsten, ja, 6 Provisionen für 4 Punkte. 2 Skirmisher, die wir einfach nur abwerfen mit Korall, Burner oder ein Skjald, ziemlich gut. Und Marodeur, der auch 6 Punkte für 4 Provisionen ist. In dem Sinne her, dass wenn der Gegner anfängt, können wir ihn ausspielen und er fügt diesem Gegner direkt 4 Schaden zu. Und das ist dieses Eis-Deck. Wie gesagt, auf einer langen Runde ist es vielleicht nicht so stark wie das Brand-Deck. Auf einer kürzeren Runde ist es dafür umso deutlich stärker durch einfach diese unfassbare Anführerfähigkeit nochmal. Mit der wir ziemlich gut Kombos aktivieren können. Witkal, Knut wäre eine Kombo. Jalma an sich wäre schon eine ziemlich starke Karte. Man könnte auch nochmal Knut so wiederbeleben und irgendwas anderes triggern. Wichtig ist halt nur, dass man diese Karten auf dem Friedhof hat. Und mit unseren Discard-Karten stellen wir sicher, dass wir diese Karten halt nachziehen und auf dem Friedhof haben. Das heißt, wir sind auf einer kürzeren Runde wahrscheinlich ein bisschen besser als Bran. Auf einer längeren ziehen wir dafür allerdings den kürzeren und ja, gucken wir mal, wie das mit diesem Eisdeck läuft. Es ist relativ lustig, es macht mehr Spaß als das Brand-Deck, aber ich bin auch von Bran kein persönlich großer Freund. Wie immer, das Schlimmste, was passieren kann, ist hier wirklich, dass man mit dem ganzen Discarden halt sich brickt. Und das ist immer ein Problem, was Skellige haben wird. Aber dafür haben sie halt auch die Möglichkeit, wie keine andere Fraktion, sich so gut auszudünnen. Aber ja, gucken wir mal, was das Deck kann. Bis gleich. Dana. Okay, sie muss anfangen. Das ist schon mal eigentlich ganz gut für uns. Weil dann könnten wir sie pressuren. Frage ist halt nur, wie gut wir das hinkriegen. Kortwill könnten wir tatsächlich verlieren, aber wir haben Sporn, um wieder hochzuheilen. Wir haben Morgwank mit dem Skjald für ein Discard-Paket. Wir haben Olaf mit Knut. Wir haben eine ziemlich gute erste Hand, muss ich sagen. Also da, ich würde tatsächlich noch einen Butcher ablegen. Skirmisher haben wir ohne weiteres Discard nicht wirklich. Von daher würde ich vielleicht sogar noch ein leichtes Langschiff ablegen und noch auf ein Discard hoffen. Ziehen noch ein leichtes Langschiff nach. Okay. Ja, dann sparen wir die Karten für später auf, ne? Okay. Da halte ich nur 9 Punkte hoch. So, und das ist jetzt halt eine Karte, die werde ich nicht vom Feld wegnehmen können. Ich kann ihn auch nicht wirklich verschieben. Aber ich weiß, dass er nicht mehr über Cordwell rüberkommen wird. Ich kann ihn natürlich auch erstmal zurücksetzen mit Sporn. Das würde jetzt Sporn 5 Punkte machen und ich hätte danach eine Knut-Olaf-Kombo. Weil ich denke nicht, dass Olaf so schnell vom Feld wegfliegen wird. Aber so kann ich mich wenigstens um die Karte kümmern und ich glaube nicht, dass er sie jetzt noch großartig nachbuffen wird. Auf dem Feld. Weil es ist ein Mensch und Squared Hell hat nicht so viele Möglichkeiten, Menschen zu boosten. Das wäre eine davon und die hat er genutzt. Okay. Er will sie unbedingt am Leben erhalten, aber ja. Ich werde die zweite Runde dann ziehen, wenn ich die erste Runde gewinne und ich werde für die erste Runde ein bisschen Tempo aufgeben. Das ist tatsächlich gar nicht mal so schlimm. Ich kann trotzdem noch mein Cordwell ausspielen. Muss jetzt halt von den Punkten über eben bleiben. Kann natürlich auch was Stärkeres ausspielen und kann das hochboosten, sowas wie eine Essenz ist. Dann könnte er uns einen Cordwell klauen. Okay. Tatsächlich so einen Fletchling, das ist auch interessant. Ich werde mal discarden. Beschwörende Morgwak. Das ist tatsächlich interessant. Savagery kann ich perfekt nutzen. Ich kann trotzdem noch Knut ausspielen. Ich habe nur Angst, dass halt mein Cordwell uns verlassen wird. Und wir haben momentan kein weiteres Discard, ne? Hätte natürlich auch schon viel früher ein Schiff ausspielen können und hätte diese Handbuffs verhindern können. Aber ich glaube, er will noch eine Runde spielen tatsächlich. Okay, dann spiele ich erstmal einen Knut aus. Schwäche den auf einen Punkt. Jetzt hat er vielleicht Angst vor einem Gregory. Oder sie. Ich weiß es nicht. Die Sache ist, wir liegen halt immer noch mit ziemlich vielen Punkten vor Ort. Also, und wenn sie jetzt nicht über unsere Punkte rüberkommt, kann ich mir sogar überlegen zu passen und sie würde einen Kartennachteil bekommen.
Das heißt, ich hätte auf jeden Fall meine Endfinisher-Kombo safe. Ich habe auf jeden Fall Witkalle auf der Hand und Knut auf dem Feld. Aber ich würde eigentlich ganz gerne gegen Dana die zweite Runde bleeden, weil Dana ist auf einer langen Runde unfassbar stark und wir sind das nicht so. Yes, Duan. So, jetzt hätten wir halt die Gefahr, dass Cordville rüberwandern könnte. Wenn er uns verlässt, dann haben wir natürlich ein erhebliches Problem. Ich werde den Schmuggler mal wegnehmen und hoffe, dass Cordville drüben bleibt. Ah, Cordville. Und jetzt müssen wir halt was sehr Starkes ausspielen. Und das haben wir auch gar nicht mehr. Okay. Das heißt, ich kann nicht bluten und ich habe meinen Jalmazi zum Werfen verloren, aber wir haben immer noch einen ziemlich guten Knut. Das ist nicht toll. Das ist echt nicht schön, dass Cordville rübergegangen ist. Aber ja, das ist halt das Problem. Man kann es nicht wirklich immer verhindern. Ich bräuchte noch einen Discard. Eine Jutta wäre auch noch eine gute Karte. Beckers Zerspiegel hätte ich tatsächlich letzte Runde ziemlich gut gebrauchen können. Ah, zwei Zweiblatt Butcher. Zwei Discarder. Ich habe weder eine Koralle noch eine Burner. Ich denke mal, dass ich noch von Burner und so noch eine nachziehen werde. Das heißt, ich lege mal den Butcher ab. Okay. Ich weiß aber, was auch für eine lange Runde Milva raus ist. Korall ist gut, Jalma ist gut, Burner ist gut. Möchte ich tatsächlich eigentlich nichts wirklich abwerfen. Weil, ja, Hundeschnauze und Jutta wären noch ganz gute Karten. Ich kann höchstens ein Schiff abwerfen, aber ein Schiff wird mir vielleicht helfen, sich am Anfang um gewisse Karten zu kümmern. Das ist halt die Sache, ne? Und ich fange an. Das heißt, wenn ich ein Schiff ausspiele und er fängt gleich mit seinen Fledglingen an, dann kann ich die eigentlich wegräumen. Von daher möchte ich das ganz gerne so behalten. Und ich werde auch, denke ich mal, mit einem Schiff anfangen. Wenn er jetzt nämlich sofort seine Dana ausspielt mit einer Faith und zweimal Wasser vom Brockelon rausholt oder andere Karten, dann kann ich die halt nutzen. Wenn er sofort mit dicken Engines anfängt, die jetzt noch hochgeboostet werden, und er hat einige Boosts bekommen, dann ja. Okay. Spielt nichts dergleichen. Butcher, Ravager, nicht die tollsten Karten, aber die kann ich auch noch mit Korall abwerfen. Ich hätte das Schwein einmal anschießen sollen, dann hätte ich es weghauen können. Aber es gibt größere Bedrohungen als das Schwein tatsächlich. Wir haben nicht viel Removal. Okay. Das Schwein wird sich nächste Runde sowieso nur heilen. Ich kann die Matrone wegnehmen, wenn ich es wirklich haben will. Und ich denke auch, dass ich die Matrone wegnehmen werde. Weil ich habe sowieso noch eine andere Form von Hard Removal. So, das heißt, ich spiele jetzt Witkal aus, bei dem Knut wieder. Fügen drei Schaden zu, hauen die runter. Und haben sofortig ein 12er Champion auf dem Feld. Das ist natürlich ein perfektes Schiff für Sheldon's Gags oder sonstigen Dick Removal, aber ja, ich hätte sowieso nicht Last Say gehabt. Also von daher. Wenn er den runterhaut, kann ich ihn immer noch heilen. So, Frage ist, was hat er noch? Er blockt ihn. Ich kann ihn trotzdem immer noch heilen. Okay, ich denke, ich werde erstmal mit Korall zwei meiner Karten abwerfen. Oder möchte ich erstmal ein Totem ausspielen? Ne, ich denke, ich werde erstmal eine Korall benutzen. Und ich werfe tatsächlich erstmal eine Ravager weg. Sporen sind eigentlich relativ nützlich. Bringen mir Sporen mehr als Butcher? Ich denke nicht. Ich denke mal, ich werde die zwei Schaden mit Korall noch nutzen. Ah, das ist natürlich jetzt extrem doof. Das ist jetzt natürlich extrem doof. Auch, dass wir das Wildschwein getroffen haben, ist nicht so toll. Weil ich habe bis auf Jalma nichts mehr wirklich zum Angreifen. Und einen Marodeur auf dem Feld, der nicht so viel bringt. Die muss unbedingt vom Feld runter. Das kriege ich auch hin, wenn sie nicht geboostet wird. Und ich denke nicht, dass sie geboostet wird. Dafür haben wir nämlich unseren Jalma. Ich kann meinen Olaf werfen.
Ja, das Wildschwein wird sich nächste Runde wieder hochheilen. Braucht dieses 1-Punkt-Wildschwein eigentlich nicht. Können wir im Bäcker-Zerspiegel jetzt halt 8 Punkte mit dem Wildschwein machen, aber ich denke, das brauche ich nicht wirklich. Ich kann natürlich auch mit dem... halt jetzt mal 1 Punkt wieder hoch. Sporen wären tatsächlich besser gewesen als den Marodeur, aber ich hätte auch noch was Gutes nachziehen können. Ich hätte auch noch einen Jutta, einen Harald nachziehen können. Das heißt, da haben wir wirklich ein bisschen Pech gehabt. Okay, nimmt die tatsächlich weg. Das ist nicht mal wirklich schlimm. Wir haben noch ein Totem. Wir haben noch einen Bäckers Zerspiegel. Aber den Bäckers Zerspiegel werde ich nicht wirklich optimal nutzen können, weil ich glaube nicht, dass er noch... Er müsste noch was sehr stark geboostetes ausspielen. Jetzt hat er zweimal Wasser. Okay, er schießt tatsächlich den Champion an. Und ich kann mich nicht mehr um diese Dryaden-Fletschlinge kümmern. Ich kann ihnen eine Blutung für 3 Runden geben und so den Effekt, den sie haben, minimieren. Und ich denke, das werde ich auch tun. Weil so habe ich auf jeden Fall 4 Schade auf meinen Champion. Und ich kann den Champion halt nochmal hochhauen. Okay, Iflin. Er hat Cirsa und Iflin auf irgendeine Karte benutzt. Und ich nehme sehr stark an, dass es ein Chains Gex war. Frage ist, wie spiele ich den Marodeur aus, ne? Ich kann ihn natürlich ausspielen, dass er 4 Schaden random macht, aber ich kann ihn auch ausspielen, dass er diesen 4 Schaden nicht random macht. Er hat auch immer noch seine Anführerfähigkeit. Okay. Die Sache ist, Schädensgex würde jetzt, der hat 5, der hat 9 Punkte. Das heißt, er wird sich um den Champion kümmern können. Aber wenn er ihn früh ausspielt, dann habe ich immer noch was zum Entfernen. Und ich denke, ich werde mit dem Marodeur Molucky angreifen. Es war tatsächlich in Ordnung. Ich werde auch mal das Totem aktivieren. Weil wir haben unseren Champion einmal getroffen. Das ist für uns eigentlich noch ein Punkt mehr. Er greift ihn nochmal an. Oh, bitte. Es ist eine Falle. Die Falle wird nochmal ordentlich reinhauen, aber wir können unseren Champion ziemlich hoch heilen. Er spielt doch. Er spielt zweimal eine Crushing Trap aus. Kann leider nicht länger warten. Der muss hoch. 14 Punkte. So, er macht mit der Falle. Ich hätte das Totem nicht aktivieren sollen. Ich hätte eine Runde warten sollen, weil dann hätte die Falle nicht so viel Punkte gemacht in der hinteren Reihe. 2 Fallen werden nicht ausreichen, weil die eine wird hinten treffen und jetzt weniger und wir gewinnen tatsächlich um 2 Punkte. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe das Totem zu früh ausgelöst. Ne? Ansonsten hätte die Falle hinten nochmal 4 Punkte weniger gebracht und die hätte am Ende definitiv hinten getroffen, weil vorne zu viel gestorben wäre. Aber ja. Ich glaube, man hat das ganz gut gesehen, man hat die Kombos ganz gut in diesem Matchup gesehen. Es kann wirklich stark sein, ne? Vor allem dieses Knut wiederbeleben. 21 Punkte mit einer Anführerfähigkeit ist schon heftig, so. Mir wird kein anderer Anführer einfallen, der jetzt, okay, Kalente. Okay, es gibt schon ein paar, aber für diese einmalige Fähigkeit, die so zu kombinieren, ist halt schon, ist schon Knorke. Kann man spielen, ich würde sagen, wir machen noch eine Runde mit diesem Deck und gucken mal, wie es dann läuft. Hoffentlich besser als die. Bis gleich. Ran. Wobei, besser als letzte Runde kann es ja eigentlich gar nicht laufen, weil wir gewonnen haben. Aber wir haben auch nicht so perfekt gezogen. Ne? Okay, Brand fängt an. Das ist interessant. Ich behalte mir aber tatsächlich mal die Jutta auf der Hand, weil er könnte einen Cordwell zum Boost benutzen. Er muss anfangen. Das heißt, ich habe einen Marodeur perfekt. Ich habe auch schon wieder eine relativ starke Hand. Ich lege mir dann Butcher ab. Discarden ist relativ gut. Sporn kann ich mit Korall discarden, wenn ich es wirklich brauche. Ja, immer einen Crate brauche ich für den Anfang noch nicht tatsächlich, weil ich nichts zum Wegwerfen habe. Das heißt, der ist für Anfang eine tote Karte und ich lege ihn nochmal zurück ins Deck. Auch auf das Risiko hin, dass ich ihn vielleicht nicht nochmal ziehe. Okay. Fängt mit einem Schiff an. Ah, ich fange auf jeden Fall mit einem Marodeur an. Der Gegner hat natürlich aber auch letzte Runde ein paar Fehler gemacht. Er hätte mit dem Endwildschwein nicht meinen Bär angreifen sollen, weil so hat er mir nochmal 4 Punkte extra geschenkt, wenn nicht sogar mehr. Hat das 3-mal angegriffen, den Bär? Ah, das war halt im Prinzip ein Fehler von ihm. Okay. Wird er das Schiff auslösen oder wird er es wegwerfen? Er heilt es hoch tatsächlich. Das ist in Ordnung für mich. Ich habe immer noch eine Burner für einen doppelt schlechten Discard. Ich kann aber auch erstmal einen Skirmisher abwerfen.
Wobei, ich möchte eigentlich erstmal schnell durch mein Deck durch, aber bevor ich irgendwas mache, werde ich wahrscheinlich meine Hundeschnauze ausspielen. Müsste auch eigentlich noch Karten wie Jutta diese Runde ausspielen. Ich habe nur leider keinen Zerspiegel für unfassbar viele Punkte. In der langen Runde gegen Brand zu gewinnen, ist wirklich, wie gesagt, tricky, weil der macht mit jedem Discard Punkte. Die Schädel blocken ihn jetzt halt so ein bisschen, dass wenn er einen Schädel trifft, er Punkte verliert, wenn er discardet und einen Schädel trifft. Was relativ gut ist für mich. Das Problem ist halt nur trotzdem, er hat noch Karten wie Korall, ne? Und Korall ist bei ihm deutlich stärker als bei uns. Aber wir können auch ein bisschen mit discarden. Okay, er spielt Harald aus. Und ein Regis. Er banisht ihn sogar direkt. Okay, weiß jetzt nicht. Okay, er wollte nicht den Schädel anschießen, aber er wollte das Schiff auch irgendwie nur auf 5 Punkte bringen. Ist jetzt erstmal egal. Ich spiele eine Burner. 2 Skirmisher gezogen, das ist gut. Und ein Olaf. Haben nur leider noch keinen Knut auf der Hand. Jetzt hat er halt eine Dreifachchance. Ich hätte vielleicht sogar zuerst ein Skelett ausspielen sollen. Weil jetzt ist halt die Chance, dass er einen Schädel trifft, nicht so hoch. Aber sie ist noch da. Schädel. Perfekt. Burner wird getroffen. Komm schon, noch ein Schädel. Perfekt. Okay, und der ist weg. Jetzt noch ein Schädel treffen. Komm schon, tu es. Ja, sogar mit den 2 Punkten. So. Das ist doch schon mal relativ gut für mich. Und ich kann auch noch Korallen. Freundchen. Man hätte es jetzt nicht gerechnet, ne? Und seine Koralle ist weg. So, und 2 Blatttote. Was möchte ich noch nicht haben? Ich denke, ich werde den Ravager abwerfen. Ist jetzt vielleicht... Oh, und wir ziehen Knut nachts. Perfekt. Ist jetzt vielleicht nicht die beste Karte. Ich werde auf jeden Fall weiter drücken, ne? Ich werde auf jeden Fall nicht so schnell aufgeben. Später seine Harald-Hunde-Schnauze. Ist mir aber auch egal. Hol ich einen Knut raus. Knut wird es ihm schon zeigen. Ich habe immer noch keinen Backers Zerspiegel, das heißt, ich kann Jutta auch noch in der letzten Runde mit Zerspiegel kombinieren. Trifft die. Man hat natürlich 4 Punkte, das heißt, ich kann seinen Harald wegnehmen und er hat nicht mehr wahrscheinlich die beste Möglichkeit, die Schilau zu lösen. Könnte natürlich auch die Ravager spielen, aber er muss jetzt auch noch eine Karte ausspielen. Und da liegen nicht wirklich sehr viele Punkte vorne. Er entscheidet sich, Knut zu entfernen. Okay. Zwei Blatttoten würde mir auf jeden Fall noch 10 Punkte bringen. So, ich würde zwar eine Karte weniger haben, aber ich könnte nächste Runde halt auch noch weiterspielen. Burner und Korall sind raus. Klar, er kann sich noch weiter ausdünnen. Bitte triff einen von denen. Perfekt. Den anderen kann ich damit Knut auslösen, wenn ich ihn brauche. Könnte natürlich noch einen Gimpy Gouvin spielen, aber ja, das muss ich halt riskieren. Wird er das Schiff nochmal benutzen? Also Hinke habe mir jetzt natürlich ein Problem für mich, aber ist auch egal. Wird tatsächlich mal ein Knut. Nimm das Schiff weg. Problem ist nur, ich kann nächste Runde nicht mehr so viel spielen, ne? Das heißt, was wäre das Schlimmste, was passiert? Wenn ich eine Jutta ausspiele und der passt, habe ich natürlich ein erhebliches Problem. Ich habe gerade keinen Krieger, den ich wiederbeleben kann. Kann aber auch nur Jutta discarden, aber dann hätte ich halt das Problem, dass ich sehr wenig Punkte aufs Feld bringe. Und er liegt 4 Punkte vorne plus die Karte, die er ausspielt. Ich denke, ich werde nächste Runde passen. Ist jetzt vielleicht doof, aber ich brauche einen Skirmisher, weil ich noch einen Morgwack im Deck habe. Und ich kann nichts mehr anderes discarden. Okay, das heißt, ich muss jetzt passen, aber wir sind trotzdem auf ein paar Karten runter und er hat trotzdem schon sehr gute Karten ausgespielt. Totem ist raus, Burner, Korall ist raus, Geralt ist raus, Regis ist raus. Er kann auch einen Yalma haben. Kann auch einen Cordwell haben. Aber Cordwell kann ich mir zur Not halt klauen. Wenn er den in der letzten Runde wirklich ausspielt. So, dich brauche ich nicht, Schiffchen brauche ich nicht.
Primate Savagery kann auch ganz gut. Hat er schon beide Skirmisher weggeworfen? Ein Skirmisher hat er bis jetzt weggeworfen. Das heißt, Savagery kann auch ganz gut sein. Ich möchte tatsächlich eigentlich ganz gerne den Butcher ablegen. Cordwell nachgezogen. Das ist eine gute Karte. Ich habe jetzt auch Hjalmar noch gar nicht nachgezogen, ne? Aber ich ziehe ja nächste Runde nochmal drei Karten nach. Primate Savagery kann ich noch besser benutzen. Schiff ist proaktiver. Kann ich allerdings nicht wirklich gegen ihn benutzen, weil ich keine Form von Removal brauche. Und wenn ich es muss, kann ich auch einen Cordwell diese Runde abwerfen. Wobei würde ich gerne ungern tun. Beggars Zerspiegel. Okay. Don't you pester me. Und er spielt tatsächlich weiter. Mit Morgwak. Jetzt kann ich mir den Kartenvorteil natürlich sichern. Er hat keinen Skirmisher. Will sich aber noch weiter sinnen. Das ist natürlich ein Risiko für ihn. Auf einer kürzeren Runde sind wir stärker als Bran. Oh, er nimmt sich unser Vigo's Muzzle. So, werde ich mir erstmal auf jeden Fall den Skirmisher sichern. Werde meine Runde beenden. Wenn er passt, reicht ein Cordwell aus, um ihn zu überholen. Gregory the Gorgon wäre natürlich jetzt noch ein Problem für mich. Weil er mich zwingt, meine Anführerfähigkeit rauszuspielen. Ja. Und wenn er passt, kann ich immer noch mit dem Zerspiegel aufholen. Wenn er passt, kann ich immer noch mit dem Zerspiegel aufholen. Wenn er tatsächlich weiterspielt, würde ich sogar meine Anführerfähigkeit nutzen. Ich hätte immer noch den Vorteil, dass ich eine Karte mehr habe. Und dass er schon wirklich sehr gute Karten ausgespielt hat. Hat immer noch sein Hjalmar. Ich würde Last Say bekommen. Okay. Dann spiele ich tatsächlich meine Anführer-Kombo raus. Einfach um die Karte mehr zu bekommen. So, und da würde er jetzt auf gar keinen Fall mehr rankommen von den Punkten her. Kann zwar noch eine Jutta wiederbeleben. Und der wird die Karte auch noch ziehen. Und er hat einen Hjalmar. Das heißt, Jutta wiederbeleben und Hjalmar sind seine stärksten Karten. Ich musste meine Anführerfähigkeit ausspielen, weil ich Probleme bekomme. Und ich ziehe natürlich meinen größten Crappers nach. Morgwak ist schon mal ganz gut. Sporen sind nicht gut. Sporen brauche ich überhaupt nicht. Ich bräuchte... Boah. Hjalmar. Jetzt. Oh Gott. Okay. Wir hätten hundertprozentig verloren. Wir hatten so eine schlechte Hand und der Gegner gibt auf. Oh, wir hätten hundertprozentig verloren. Man sollte niemals aufgeben, Jungs. Niemals. Weil egal wie schlecht man gezogen hat, der Gegner kann immer noch schlechter gezogen haben, vor allem wenn es Carfu ist. Wenn der wüsste, was wir auf der Hand gehabt hätten. Junge, der wird sich so ins Knie beißen. Ich meine, gut, mit dem Ravage-Junk hätte ich Morgwak auf einen Punkt runterhauen können, hätte Blutung verteilen können und hätte ihn mit dem Zerspiegel wieder hochheilen können. Aber, warum hat er aufgegeben? Weil wir eine Karte mehr hatten? Hätte vielleicht auch nicht zwei discarden können, ne? Aber er hätte selbst eine 12er Jutta wahrscheinlich wiederbeleben können. Oder war die gar nicht auf dem Friedhof drauf? Hat er eine Jutta auf dem Friedhof? Er hat Jutta nicht aus. Er hat unsere Jutta gehabt, ne? Hat er selber noch eine Jutta? Ich weiß nicht, was er noch gehabt hat. Aber er hat eh ein bisschen anders gespielt als das normale Discard Bran, was ich kenne. Okay. Ja. Ein bisschen Glück gehört manchmal auch dazu. Aber das ist dieses Eisdeck. Es ist relativ lustig. Es ist relativ stark sogar, wegen dieser guten Endfinisher-Kombo, die uns ziemlich viele Punkte bringen kann. Die sollte man wirklich nicht unterschätzen. Aber man hat es gesehen, wir haben nicht die Möglichkeit, komplett auf Null zu sinnen. Und wir können wirklich durchaus schlecht ziehen. Vor allem, wenn die meisten Karten in unserem Deck noch unsere Vierer-Provisionskarten sind. Das ist halt wohl diesen erheblichen Nachteil, den wir haben. Wir haben zwar natürlich eine Menge Discard, aber wir haben natürlich auch eine Menge Vierer-Provisionskarten. Und ja, normalerweise nimmt man sowas wie die Butcher oder so und spielt die mit den Schädeln aus, was relativ gute Kombination wäre. In dem Matchup habe ich ja die Schädel ein bisschen anders benutzt. Aber ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit einer neuen Deckschmieden-Folge. Bis dahin, haut rein und ciao.